Hallihallo, herzlich willkommen bei Smogwolkes Bastelecke. Schön, dass du eingeschaltet hast, um meinem Video und den Worten zu folgen. Es dreht sich heute um die Argus E40 von Wopu. Und dann würde ich sagen, wir fackeln nicht lange. Ab auf den Tisch, auf die Kamera, da oben. Und Mats, ab. So, ihr seht, ich habe sie schon rausgeholt, weil ich dampfe sie den ganzen Tag. Es sind zwei Colts bei, einmal 0,3 und 0,6. Das ist der 0,6 Ohm und der 0,3 Ohm, der ist auf der E40. Ein kleines Handbuch, ich reiß das jetzt nicht auf, und dann einmal ein Ladekabel Typ C, weil ich gucke eh nicht in das Handbuch rein, und das ist ein Vorabmodell. Ich denke, da ist noch nicht mal eine deutsche Anleitung bei, die später natürlich für deutsche Geräte dabei ist. So, da seht ihr es. Ganz schlicht und einfach da in Weiß, was das jetzt soll, das Sichtfenster mit dem Teil da, weiß ich nicht, welchen Sinn und Zweck. Das Gerät hat eine stufenlos einstellbare Airflow. Das ist die Vorderansicht. Da ist einmal die Bauertaste. Die Argus E40 hat einen Zugschalter. Sie hat aber auch hier diese Bauertaste. Und wenn man die nutzen will, muss man zweimal drücken. Einmal aus dem Schlaf holen und dann drauf drücken. Und dann feuert sie. So, ich fahre mal näher ran. Weil sie hat auch ein kleines Menü. Ah, springt er schon wieder weg. So, da könnt ihr einmal den Puffzähler resetten auf 0. Da ist das immer. Dann einmal eine Tastensperre hierfür. Und dann einmal Exit. So. Ah, jetzt kann man auch die Power stellen, wenn man weniger haben will. Ah, maximal Power. So, dann macht sie doch 40 Watt. Da macht man seitlich auf ein Riesenloch, um den zu befüllenden Tank. Das geht also ohne Probleme. Zack, zu. Einmal kurz mit dem Lappen drüber und das dann war's dann. Ein Riesenloch für die Airflow. Und wie gesagt,
Die Argus E40 kann MTL, RDL und DL. Also, das ist schon der Hammer. Ne? Und das Gehäuse ist aus einer Aluminiumlegierung, also kein Kunststoff. Sie ist ganz schön haptisch. Liegt aber gut in der Hand. Also kann man nicht meckern. Der Tank fasst ganz genau 4,5 Milliliter in der Exportversion und in der deutschen DL-Version. Da sind es dann, ich glaube, das waren, bin ich mir jetzt ganz nicht ganz sicher, ich glaube 2 Milliliter. Und da würde ich sagen, ich blende euch mal jetzt ein bisschen was ein. Die Firma Wopu sagt, Fantasie neu erfinden mit der Argus E40. So, und wir fangen damit an. Airflow, dann automatischen Zugschalter oder mit dem Taster. Dann einmal neueste Coil-Technik, PNPX. Aber da kommen wir noch drauf. Und verbaut ist ein 1800 mAh Akku. Die Argus gibt es in unterschiedlichen Farben. Und ich habe jetzt die weiße, die allererste. Des Weiteren hat die Argus 6 Sicherheitsfunktionen. Einmal ein Schutz gegen Überladen, ein Schutz gegen Tiefentladen, ein Schutz gegen Output, also ein Schutz über zu hohe Spannung, dass irgendetwas, wenn man als Beispiel, wenn da was kaputt gehen sollte, dass da niemals mehr wie 40 Watt rauskommen. Ein Überhitzungsschutz, wenn sie also zu heiß wird, dann kannst du nicht mehr powern. Und somit ist eine hundertprozentige Sicherheit gegeben. Der neue PNPX Coil-Technologie ist eine verbesserte Version der alten PNP-Coils. Geschmacklich, also sehr, sehr intensiv. Dann gibt es, wie gesagt, in unterschiedlichen Widerständen mit 0,3, 0,45 und 0,6 Ohm. Der einzelne Coil ist im Pot nicht austauschbar. Auch wenn das hier so abgebildet ist, aber man kann nicht den einzelnen Coil wechseln, sondern muss den Tank mit wechseln. Der 0,3 Ohm lässt sich die Leistung einstellen von 32 bis 40, der 0,45
Obenkeul 26 bis 32 Watt und der 0,6 18 bis 25 Watt. Wie schon erwähnt, der Akku hat eine Kapazität von 1800 mAh. Ladebuchse unten am Tank, eine USB-C-Buchse, angegeben mit 2 Ampere Schnellladung. Und ich habe gemessen und kann bestätigen, die 2 Ampere werden auch erreicht. Dann ist eine Funktion im Display, und zwar der Zustand, der Ladezustand des verbauten Akkus. Bei grün 100% bis 60%, dann im blau 60 bis 20% und in rot 20 bis 0. Das heißt, also wenn die Anzeige in rot wechselt, dann sollte man sich Gedanken machen, die Argus E40 aufzuladen. Da bin ich wieder. Ich persönlich finde den 0,6 Ohm Coil sehr gut. Jetzt passt auf. Es kommt nichts. Warum nicht? Weil ich nicht zweimal gedrückt habe. Man muss also einmal aus dem Schlaf holen und dann geht's auch. Oder man nutzt nur den Zugschalter. Und ihr seht, da kommt mächtig Dampf. Jetzt nehmen wir den raus. Und jetzt kommt der 06er rein. Für mich ist das geschmacklich gesehen der beste Coil. So, ich stell mal eben Tür. Und auch mächtig Dampf, aber geschmacklich gesehen finde ich den 06er Coil wesentlich besser. Geschmacklich, aber das ist mein Empfinden. Ihr müsst es euch selber entscheiden. Solltet ihr euch dazu entscheiden, sie zu kaufen, testet jetzt aus. 06er und 03er ist ja bei. Und bin mal gespannt, ob mir dann jemand schreibt und sagt, Jane, ich stimme dir zu, mir schmeckt der 06er auch besser. Aber ihr habt die Wahl, die Qual, ich nicht. Dann bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage tschüss, bye bye, winke, winke. Eure Diane, die Smogwolke. Und weg. Bis dann. Bye.